nein! Moin moin, hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play Single Alice 22. So, der Vorführer ist schon auf der Koppel, da sind wir schon fast fertig. Ich muss den nachher ablösen. Ich muss jetzt einmal runter zu den Hühners, zu den kommenden Hühnern. So, ja, Tracky eher. So, ja, so ist besser. Zack. Weil ich muss schon mal... Ich habe schon Futter geholt für die Hühner. Und ich muss jetzt den Trichter einfüllen. Die Fütterung. Und dann... Ja, dann geht's an Koban. Auftrag ist auch rein... Ach du Scheiße, der Milchmann. Ja. Schiebe ist echt viele. Stehst du richtig gut, Klaus Gönder hier? Echt. Und dann einmal, ja, wie gesagt, dahin. Vielleicht lasse ich es auch einmal kurz dann vorspulen. Weil ich möchte nicht schneiden. Ich will nicht schneiden. Wenn es ein bisschen. Ja, die Fahrt zu lange ist, vielleicht spule ich dann ein bisschen vor. Also nicht jetzt hier rauscutten, sondern. Ja. Ja, ja, wir machen das dann schon. Irgendwie. Weil, das ist immer noch die Landkreis Rostock, es ist eine große Karte, es dauert halt ein bisschen länger als sonst. Auf Kleinkarten siehst du, Dieter ist auch schon da, er wollte schnell den Telelader dahin bringen. Und dann wollte er noch die Elektroarbeiten schon mal vorbereiten. Jedenfalls dauert das halt ein bisschen länger. Das ist einfach auf 4-Quach-Karten so. Ich habe ja im Singleplayer auch die Lieberwinkel. Oder Lieberwinkel, da die kleine Karte genommen. Allerdings mache ich da Stopp. Die ist mir zu klein. Die ist mir einfach zu klein. Ich habe gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber, das ist sozusagen Latrinenparole, sag ich mal. Weil ich ja nicht weiß, ob es stimmt oder nicht. Die soll in der V2 größer werden. Dann werde ich sie auch wieder spielen, weil es eine feine Karte ist. Sie hat ein schönes Flair, aber sie ist mir einfach zu klein. Das ist einfach so. Es tut mir leid, aber sie ist zu klein. Ach Mensch, ich wollte nur noch gucken. Ich muss noch mal ganz kurz. Ganz kurz. Ich habe vorhin etwas, das habe ich ganz vergessen. Ja, verdammte Axt. Da? Nein. Zack. Zack, das ist wichtig. Okay, da kann ich mit leben. Da kann ich mit leben. So, weiter geht's. Entschuldigung. Das war jetzt, ja. Das war einfach so. So. Mal gucken. Dieter, die hingestellt. Da. Oh, Mann, da. Ich sag, mach die noch bitte vorher sauber. Da steht schon das Futter. Klaus Günther hatte schon angefangen, was reinzufüllen. Dann hole ich die mal da schnell raus. Nimm erstmal ein Packen mit hier. Hier, ne? Bio-Korn, Geflügelfutter. Betonung liegt auf Bio. Ja.
So. Passt. So, wollen wir das mal schnell anmachen. Und mal schnell erstmal einen Sack rein. Ich weiß. So, das läuft. Kommt die Leiter jetzt nicht hoch? Oh, nee. Boah. Gehen wir halt hier hoch mal, ne? Da geht das dann rein. Und wird dann gefüttert. Die müssen nachher noch rein. Das muss er dann später machen. Ich wollte jetzt mal gucken, dass jetzt auch alles so hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Hier wird das Gehege. Oder zwei Ställe. Ja, zwei Hühnerställe. Zwei große. Dann wird später einfach zack, zack, zack. Alles runtergelassen. Ja. Alles mechanisch hier, ne? Hightech. Zack, 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 zack. Und damit sie auch Freilauf sind. Doa. Nicht? Können wir auflassen erstmal. Wir müssen jetzt zum Grubbern. Da muss ich dann nachher nochmal ran. Weil, ja, ich muss jetzt die eine Fläche noch grubbern. Vorführer macht der Chef selber. Ne? Also. Und da muss ich drillen. Das macht der Chef auch selbst, weil ich arbeite mit Posi. Sprich, dementsprechend Fahrgast. Fahre ich damit. Und dann muss auch ein Auftrag gemacht werden. Aber ich glaube, ich guck mal auf die Uhr, ich spüle hier jetzt vor. Wir weiter. Aber ja, ein bisschen schnell. Wir halt auch mal ein bisschen. Ja, ich komme schneller. Ja. Dann kann ich auf die Uhr. Weil es ist halt ein bisschen weiter entfernt. Da kann ich mal weiter mitführen. Aber ich finde das besser, als wenn ich den Cut abhole. Cut. Nächste Aufnahme. Nee. Wir fahren jetzt zur. Na, weiß ja noch. Zum Schlag. Zum Schlag. Und ich hoffe, weil halt steht gegenüber Neugeheiz. Wir sind hier ein bisschen mehr Gas. Wir sind hier ein bisschen in Not. Weil. Wir haben noch keinen Zack. Deswegen zack, das war doch schön, das kapiert. Ich check. Oh, ehrlich. Oh, nein! Ja. Genau deswegen. Genau deswegen schneide ich es nicht. So. Da ist er. Gucken wir uns dann hier hinstellen. Habe ich den Schlüssel dabei? So, dann wollen wir mal. Vielleicht sollten wir noch mal gucken, ob alles dran ist. Und alles heile ist. Man weiß ja nie, nicht? Kann ja immer mal passieren. Alles in Ordnung. So, wir werden jetzt hier weitermachen. Ist ja nicht viel. Sag mal.
geht doch. Wir waren oder sind Kuhkoppel da. Dann wollen wir mal los. Der muss sich erstmal bewähren bei uns. Aber wir glauben schon, dass er bleiben tut. Weil wir sind eigentlich alle hier durchweg zufrieden. Da können wir eigentlich mehr gern. Zieht gut durch. Macht, was er soll. Lässt. Also auch mit dem Grubber. Ne? Schön. Läuft. Läuft. Hier müssen nämlich auch noch Gerste rein. Das ist ganz wichtig. Ich glaube irgendwie passt das nicht so ganz mit dem Tracky. Ja, wir müssen mal gucken, dass wir das halt hinbekommen. Aber das passt schon. Ich bin zufrieden. So wie es läuft. Momentan. Ich habe momentan nämlich wieder Bock auf große Karten. Als kleine Karte oder mittlere Karte spiele ich ja die Kalmsten Farm. Auch eine richtig coole Karte. Sehr schönes Flair. Sehr schönes Flair. Muss mich hier erstmal dran gewöhnen, ey. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. So, mit Pump and Hose, sprich mit der Gülleverschlauchung von dem letzten Video, hatten wir live gestreamt. Und ich muss sagen, es hat nachher ganz gut hingehauen. Ich glaube, da muss man sich erstmal so ein bisschen einfuchsen. Jetzt sind ein paar Tage vergangen. Mais Plus hat ein Update bekommen. Ist jetzt auch active hier. Also aktiv. Und ja, ich lasse es auf mich zukommen. Weil jetzt haben wir Oktober. Jetzt kommt noch Gerste rein. Oder vielleicht mal Gerste. Denn der 71 Hektar Schlachter kommt im Frühjahr. Müssen wir auch noch drillen. Gucken, was passt. Ja. Das wird schon eine geile Geschichte. Das wird noch... Puh. Dann steht der erste Schnitt auch schon nachher im Frühjahr dann an. Also über Winter machen wir hier nichts. Das ist Winterpause. Im Game. Ja. Und... Ja. Also da wird noch eine Menge passieren. Ich bin noch nicht auf der großen Koppel mir noch nicht so ganz schlüssig, was raufkommt. Mais nein. Weil ich hätte, wenn ich Silage machen möchte, hätte ich für Grassilage Palim, lass mich kurz rechnen, 55, 75, knapp 80 Hektar. Das sollte eigentlich reichen. Vielleicht machen wir aber auch zwei. Ja, Mais und Grassilage. Da wir ja mit Mais Plus arbeiten. So, jetzt muss ich erstmal gucken hier, wie ich den abschneide. Ich bleibe extra immer ein bisschen, auch später beim Drillen, vom Feldrand weg. Weil falls es mal doch nicht hinhaut, dann bist du, oder die Büsche zu weit rüber wachsen, dann hänge ich mit dem Gestänge nicht drinne. Nee, mit der Spritze. Das ist, ja, finde ich persönlich schon ganz geil. Also ich glaube, wir kommen jetzt aber auch wieder zum Ende. Ich glaube, es würde mich echt mal interessieren. Möchtet ihr so 15-Minuten-Videos? Oder sagt ihr auch, es kann ruhig mal länger gehen? Ich sehe es in der Statistik, wie lange geguckt wird, ungefähr.
Da wäre eigentlich ein 7-Minuten-Video ausreichend. Upsi, seht ihr? Da bin ich ein bisschen zu weit raus. Fresse. So, mal gucken, heute ist ja Donnerstag. Da könnte man eigentlich auch nachher nochmal einen Livestream anschmeißen. Es ist jetzt 10.33 Uhr, bis ich das gerendert habe, bis ich es hochgeladen habe. Ist ja schnelles Rendern. Ich habe jetzt ein neues Programm. Ich habe letztes Mal gesagt, diese Renderprogramme, abo-technisch, ist kacke. Ja, ich habe jetzt mal so ein... Ich habe doch ein Abo genommen. Ich habe mir jetzt vom Hersteller, was ich vorher hatte, das Renderprogramm gekauft oder als Abo geholt. Ist günstiger als Vollpreis. Ich weiß, ihr hattet recht. Stream hatten wir das nämlich schon besprochen. Ja. Und das ist eigentlich ganz geil, weil das Renderprogramm, was ich vorher hatte, das war schon 7 Jahre alt. Und jetzt habe ich halt das aktuellste. Und ich habe das schon mal ausprobiert. Das ist flink wie Hulle. Also das ist echt bombastisch. Hätte ich vielleicht doch schon eher machen sollen. Ich habe ja, wie gesagt, das, was ich vorher hatte, das ist 7 Jahre alt. Ja, und gewesen. So, ja, immer noch. Ja, und das, was ich jetzt habe, ist das aktuellste. Und ich habe auch eigentlich den 16-Kerner von AMD, also den 5950X, den 16-Kerner. Und natürlich sollte er dann auch seine Leistung ausspielen. Das konnte er in der alten Software nicht so gut. In der neuen Software, alter Falter. Das ist fertig. Das geht schneller als Haare waschen. So, ich werde jetzt aber hier mit weitermachen. Dann müssen wir mal schauen, dass Dieter dann das da fertig kriegt mit ich habe mir ja den Telelader auch runtergestellt. Also er hat ihn ja runtergefahren. Ich habe es nur kurz aus. Kann er näher weitermachen, er kann das Futter einlagern. Soll ja trocken bleiben. Wir werden jetzt hier noch grubbern, dann werden wir den Auftrag erledigen. Oder vielleicht drillen. Ich muss gucken. Ja. Weil der Auftrag, die Koppel, die ist ganz geil. Die gefällt mir. Aber wenn heute, weil es ja Donnerstag, und wenn ich das alles fertig habe, wollte ich eigentlich nochmal einen Livestream anschmeißen. Weil die Koppel, die ich auch als Auftrag habe, die ist schon ganz köstlich. Ist aber auch grobern. Und vielleicht drille ich erst im Stream mit Fahrgassen hier rein. Ich glaube, dann bin ich auf der sicheren Seite. Denn meine Sonnenblumen sind auch bald ready. Die müssen auch noch runtergebissen werden. Es war zu tun, ne? Die Schweine muss ich noch füttern. Fuck! Mist, meine ich. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe, Mann. Ich habe die da schon losgeschickt. Naja, gut. Weil die Fütterungsanlage bei den Schweinen, die ist auch geil. Die ist richtig geil. Wenn ihr den Kuhstall schon geil fandet, dann werdet ihr... Ach ja, da fragten auch viele nach. Kuhstall. Wo hast du den Kuhstall her? Und so weiter und so fort. Ich habe das unter einem Kommentar verlinkt. Ich werde jetzt nicht nur auf jeden reagieren und sagen, wo hast du das her, wo hast du das her. Nee, müsst ihr mal ein bisschen... Eigeninitiative machen, ne? Ich sag vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Vielleicht bis heute Nachmittag. Bis dahin, Mockout. Wir sehen uns entweder hier oder auf Twitch. Bis dahin.